Hallo ihr Lieben, heute möchte ich euch wieder ein Buch vorstellen, das etwas eher mit Wissen zu tun hat. Aber nicht abschalten, eigentlich wird es ganz witzig, deswegen bleibt auf jeden Fall dran. Bis später nach dem Intro. Das Buch lautet Unnütze Fakten für Gamer, 555 verrückte Fakten über Videospiele. Dieses kleine, feine Buch hat 141 Seiten, kostet 8,95 €, ist das erste Buch von Björn Rover, ist im Löwe Verlag erschienen und zwar heute, am 10. Februar 2017, ist es im Handel. Ganz am Anfang vom Buch finden wir ein Inhaltsverzeichnis. Das glaube ich gerade ein bisschen hell für euch. Deswegen sage ich jetzt mal ungefähr, was da drin steht. Also ist das Buch ist in unterschiedliche Kapitel aufgeteilt. Manchmal in spezielle Spielreihen. Manchmal aber auch Sachen, die gar nichts mit dem Spiel selber zu tun haben. Sondern eben was mit den Firmen oder den Entwicklern. Und das ist ganz spannend. Da dieses Buch nicht wirklich viele Seiten hat und es wirklich immer nur so ganz kleine Fakten sind, ist das mega einfach durchzulesen und deswegen habe ich es auch an einem Tag geschafft durchzulesen. Ja, und bin da auf sehr interessante und auch wirklich witzige Fakten gestoßen. Die werde ich euch dann aber später nennen, denn jetzt kommen wir erstmal zum Buchinhalt. Und zwar gibt es, wie ich gerade schon angesprochen hatte, mehrere Kapitel und davon zwei sehr große, die beschäftigen sich mit der Spielerei einmal mit Zelda und einmal mit Mario. Ja, blöd, dass ich jetzt nicht so ganz der Experte darin bin und auch gar nicht mal die Spiele so feier wie vielleicht andere. Und wahrscheinlich nicht mal irgendein Spiel gespielt habe, welches im Buch genannt wird. Dementsprechend kann man darauf schließen, dass wirklich nur Hardcore-Zelda- und Mario-Fans Spaß an diesen Kapiteln haben. Neben diesen zwei großen Kapiteln gibt es, wie eben schon gesagt, ein buntes Allerlei an Fakten, die ich euch jetzt mal ganz kurz mal so grob vorstellen werde. Zuerst mal die interessanten Fakten, damit ihr jetzt auch mal was lernt. Der erste interessante Fakt, den ich euch vorstellen möchte, finde ich auf Seite 12 und der lautet so. Für die Arbeit an Batman Arkham Asylum, oder wie das heißt, gab es einen Entwickler, der ausschließlich für das Cape von Batman verantwortlich war. Ist das nicht krass? Wie groß dieses Spiel ist, wie aufwendig sonst irgendwas. Und dann gab es nur einen Entwickler für das Cape. Das ist schon der Hammer. Auf Seite 125 habe ich auch einen Fakt gefunden, den ich auch interessant fand, weil ich ein totaler Sims-Fan bin. Und zwar lautet der, bevor man die Fantasiesprache ziemlich in die Sims einbaute, experimentierte man mit Finnisch, Ukrainisch, Navajo und Tagalog oder sowas. Und ich denke, wow, weil ich finde, man hört da eigentlich auch Englisch raus. Und auch manchmal Deutsch, finde ich. Also vielleicht achtet ihr beim nächsten Mal darauf, wenn ihr Sims spielt, ob ihr da komische finnische oder ukrainische Fragmente findet. Falls ihr überhaupt wisst, wie finnisch oder ukrainisch klingt oder wie die Vokabeln dazu sind. Oder Navajo und Tagalog. Dann einen interessanten und ich finde auch eigentlich ein bisschen witzigen Fakt ist, Ende 1995 war das Spiel Doom auf mehr Computern installiert als Windows 95. Das ist auch krass. Das brachte Bill Gates dazu, zunächst ID-Software kaufen zu wollen. Letztlich entwickelte man aber nur einen Doom-Port und baute ein Easter Egg zu Doom in Microsoft Excel 95 ein. Was? Was? In so ein wie sagt man, Büroprogramm hat man so ein Easter Egg von Doom eingebaut. Ich glaube, ich starte den Windows 95 nochmal und installiere Excel darauf. Ich will's wissen, was das für ein Easter Egg ist. Und jetzt mein absoluter Lieblingsfakt, den ich echt mega interessant fand, weil irgendwie hat man sich halt immer gefragt, woher das kommt. Aber ich hätte nicht gedacht, dass es wirklich da eine Antwort drauf gibt. Und zwar, die Buttons der PlayStation Controllers hatten zu Beginn der Entstehung eine bestimmte Bedeutung. Das Dreieck stand für die Perspektive der Spielfigur, das Viereck für eine Karte und der Kreis und das Kreuz für Ja bzw. Nein. Man ging davon aus, dass alle Spiele später diesen Bedeutungen folgen würden. Also das hatte wirklich eine Bedeutung, diese Dinger da drauf. Das finde ich cool. Es haben ja auch einige Controller für den PC so übernommen.
meiner liegt da hinten und sieht so aus. Und ja, dass es wirklich eine Bedeutung hat und nicht einfach, ach, wir nehmen jetzt mal ein paar Symbole, die cool aussehen. Jetzt kommen wir zu den witzigen Fakten. Dazu habe ich auf Seite 11, Punkt 11, die Idee, einen Kuchen als Belohnung in Portal einzubauen, kam aus dem allerersten Team-Meeting. Jetzt kill it. Zunächst wurde überlegt, welche Ziele man mit dem Spiel verfolgen wollte. Und nach etwa 15 Minuten Stille sagte ein Mitarbeiter, dass viele Menschen Kuchen mögen. Dazu fällt mir nur die Sparkassenwerbung ein, die schon uralt ist, wo nur irgendeiner sagt Kuchen und alle klopfen drauf. Auf Seite 75. Da das Spiel Wing Commander jedes Mal abstürzte, wenn man es beenden wollte und das Entwicklerteam keine Lösung finden konnte, hat man die Fehlermeldung einfach in Danke, dass du Wing Commander gespielt hast, geändert. Ja, so kann man es auch machen, ne? Aus dem Kapitel gegen das Gesetz, was sich ja mit Easter Eggs, so würde ich jetzt mal sagen, aus Raubkopien befasst, fand ich auch einen richtig guten, witzigen Fakt. Spielt man eine raubkopierte Version von Die Siedler 3, stellt die Eisenschmiede weder Schwerter noch Schilder her, sondern nur noch kleine rosa Schweinchen. So aus dem Kapitel Graue Vorzeit. Der Fakt, der Atari VCS 2700, der geplante Nachfolger von den Atari VCS 2600, wurde gar nicht erst veröffentlicht, da der neue Wireless-Controller ein viel zu starkes Signal aussendete. Es ließen sich nicht nur alle Konsolen in der Nachbarschaft, sondern auch zahlreiche Garagentore damit steuern. Hätte ich mir witzig vorgestellt, wenn das wirklich ja, die Runde gemacht hätte und der Controller wirklich publiziert worden wäre. Also an alle Leute da draußen weitergegeben wäre. Wär witzig gewesen, wie dann in der Nachbarschaft die ganzen Garagentore rauf und runter fahren würden. Und du weißt ganz genau, ah, da ist wieder einer, der spielt Atari. Ein Fakt hat mich brennend interessiert, weil ich das Spiel zufälligerweise hier rumliegen habe. Es handelt sich um das Spiel Super Meat Boy. Und dabei geht es um einen Fleischklumpen, der seine Fleischklumpen-Freundin retten will und dabei immer durch irgendwelche Level hüpfen muss und aufpassen muss, dass er nicht zerfleddert wird. Ich habe dazu mal ein Let's Play gemacht und bin wirklich ausgerastet, weil dieses Spiel... Ich bin in solchen Jump'n'Runs einfach nicht gut drin. Nein! 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 Mann! Ich schmeiße gleich noch irgendwas durch die Gegend, wirklich! Ich hab sowas von die Schnauze voll! Ich hab so die Schnauze... Nein! Nein! Jetzt! Alt F4. Ich hab's getan. Auf jeden Fall ist da etwas versteckt, dass man neben dem Meat Boy einen Tofu Boy spielen kann, der besonders ja, schwach ist und der auch nicht rennen und kaum springen kann. Denn Team Meat reagierte damit auf ein Flash-Spiel von Peter, das Super Meat Boy an den Pranger gestellt hatte. Und deswegen kann man jetzt auch einen Tofu Boy spielen. Wenn man das Wort Pädophil in den Charakterauswahlbildschirm einträgt. So, ich habe mal Super Meat Boy angeschmissen. Gehe ins Level. So, und dann kann ich hier die Charakter ausgeben. Ich gebe mal Pädophile ein. Und ich habe den Tofu freigeschaltet. Was? Wie cool ist das denn? Krass, dass es wirklich funktioniert. Ja, cool, ich bin Tofu, aber kann kaum springen. Na geil. Ja gut, dann wissen wir jetzt, dass es klappt. Also da wurde die Peter, glaube ich, ein bisschen verarscht. Vor allem, weil die Figur ja dann anscheinend schwacher ist. Das heißt, ja, Fleisch an die Macht. Um jetzt nochmal was Negatives zu sagen, ich hatte mir von dem Buch ein bisschen mehr versprochen. Allein schon, dass halt die Hälfte des Buches nur aus Zelda und Mario besteht, wenn nicht sogar zwei Drittel. Ich hätte mir einfach noch mehr von den neueren Spielen gewünscht. Auch vielleicht von Indie-Games, zum Beispiel Life is Strange oder sowas, ob es da auch irgendwie sowas gibt. Aber es hat sich doch irgendwie mehr auf ältere Spiele spezialisiert.
Und nicht auf die Hardcore-Neuen, die gerade erst rausgekommen sind. Und das hätte mich, glaube ich, ein bisschen mehr interessiert. Zusammengefasst, für wen ist denn jetzt eigentlich das Buch? Ich würde sagen, für Hardcore-Gamer, die sich ja auf Zelda und Mario spezialisiert haben, weil das wirklich doch einen großen Teil des Buches ausmacht. Ich hoffe, euch hat meine Rezension zu diesem Buch gefallen. Es ist halt auch ein spezielles Genre, was nicht das große Publikum bedient, muss man ja auch so sagen. Ein ähnliches Video findet ihr hier. Ja, das ist eine Rezension von Wie die Deutschen ticken. Das ist auch ein Faktenbuch. Vielleicht hat der ein oder andere ja jetzt noch mehr Lust auf Fakten und schaut da vorbei. Ansonsten würde ich natürlich auch noch begrüßen, hier irgendwo oben, ich weiß es noch nicht genau, auf den fliegenden Marshmallow zu klicken. Dort kommt ihr auf meinen Let's Play-Kanal, ja, wo jetzt vielleicht nicht Mario und Zelda gespielt wird, aber auch andere vielleicht coole Spiele für euch. Und damit sage ich danke fürs Anschauen und euch wünsche ich noch einen schönen Abend, einen schönen Morgen oder Mittag. Kommt drauf an, wann ihr das Video seht und bis dahin sage ich tschüss!